Hallo Leute, heute haben unsere Freunde und mein Mann und ich eine Reise in den Norden vom Iran unternommen. Also wir haben bereits ein Haus gebucht, das wir sehen werden, und wir werden hier 2 Tage bleiben, und ich denke, dass wir auf dieser Reise viele neue Wörter lernen können. Also, das Wetter ist auch sehr angenehm, obwohl es Winter ist. Ja, das ist etwas sehr Interessantes für mich. Okay, wenn ihr neu seid, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Oh, der Hahn kräht. Ja, okay, herzlich willkommen. Ich bin Mohandeseh, bin Iranerin, aber unterrichte Deutsch. Hier sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Wenn ihr an solchen Inhalten interessiert seid und Deutsch lernt, bitte vergesst nicht, mich zu abonnieren. Es gibt auch deutsche, englische und persische Untertitel, aber ich persönlich empfehle deutsche Untertitel. Okay, hier ist das Haus. Dies ist eine gemütliche Terrasse. Es gibt keine Küche, da sich direkt daneben ein Restaurant befindet. Das ist das Wohnzimmer mit einem Bett. Einer unserer Freunde sollte leider auf dem Sofa schlafen. Und das ist das Schlafzimmer im Obergeschoss. Mit diesem kleinen Balkon, der eine spektakuläre Aussicht bietet. Es gibt auch ein Schwimmbad mit heißem Wasser, das für diese Jahreszeit geeignet ist. Sobald wir uns eingelebt haben, beschlossen wir, Tee zu kochen und diesen schönen Nachmittag zu genießen. Nachdem wir geschwommen waren und was gegessen hatten, begannen wir, dieses Brettspiel zu spielen. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es Spaß machen würde, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und unerwartet habe ich das Spiel gewonnen. Es ist der 2. Tag und wir frühstücken hier im Restaurant in der Nähe. Die Aussicht ist so schön, obwohl es Winter ist und die Bäume nicht grün sind. Diese kleine Katze versucht, mein Herz zu stellen. Und jetzt gehen wir in einen Wald, um die Touristenattraktion dieser Region zu besichtigen. Okay, dies ist ein Staudamm namens Lafur-Staudamm, der die Haupttrinkwasserquelle für die Menschen dieser Region ist. Also es ist besuchenswert, weil es sehr, sehr schön ist. Ich konnte meine Hündin nicht zu dieser Reise mitnehmen, also habe ich sie wirklich vermisst. Diese süße Hündin mit ihren Welpen hat mich wirklich glücklich gemacht. Sie sind so nett und verspielt. Sagt Spaghetti! Spaghetti! Wir haben ein paar Fotos gemacht und jetzt ist es Zeit, nach Hause zurückzukehren. Dies ist ein hübscher Geschenkladen, der Kunsthandwerk aus Holz verkauft.
Das ist ein Messer, eine Gabel und ein Löffel. Sie sind alle aus Holz. Hier sind wir in einem Café. Zunächst wurde dieser Orangensaft als Aperitif serviert. Es wurde aus einheimischen Orangen zubereitet und schmeckt sehr gut. Wir haben diesen örtlichen Verkäufer gesehen, der Orangen aus seinem eigenen Garten verkauft. Mein Mann liebt Orangen, also werden wir sie kaufen. Diese Kühe sind so ruhig und entspannt, oder? Okay, es ist das Ende des Videos. Der Sonnenuntergang ist so schön und wir sind immer noch unterwegs. Ich hoffe, ihr konntet ein paar neue Wörter lernen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.